Jo, herzlich willkommen zurück zu einer besonderen Folge Clicker Heroes. Und zwar habe ich es tatsächlich geschafft, bis gerade eben 100 Rubine zu sammeln. Yay! Ja, total verrückt. Also es ist jetzt 20 Uhr. Die letzte Folge habe ich so, weiß nicht, kurz vor oder kurz nach 14 Uhr aufgenommen, so um den Dreh auf jeden Fall. Und ungelogen von 14 bis 16 Uhr kam kein einziger Rubin. Ab 16 Uhr ging es dann so ungefähr. Dann kam bis 17 Uhr immer mal wieder Rubine, war ganz geil. Bis 99. Das war um 17 Uhr. Und in der gesamten letzten Stunde, es ist jetzt kurz nach 20 Uhr, bis 20 Uhr kam eine ganze Stunde kein einziger Rubin. Ich dachte schon, so willst du mich jetzt ficken. Ein Rubin vor der Ziellinie. Das ist so, wie als wenn ein Hochleistungssportler 3 Kilometer rennt und dann 3 Meter vor der Ziellinie einfach umklappt. Wohlgemerkt, wenn er Erster gewesen wäre. Ja, genau so da fühlte ich mich gerade. Und musste ich aber gerade für Toxiana. Und tatsächlich genau der Zeit, wo ich halt auf Geschäftsreise war, kam der letzte Rubin rein. Yay! Kann ich also doch noch mit relativ pünktlich meine Aufnahme machen. Gut. Was heißt das im Klartext? Im Klartext heißt das, ich habe in der vorigen Folge komplett was vergessen, weil um Rubine zu sammeln, die gibt es ja erst ab Level 35. Heißt also, ich musste meine Leute doch ein bisschen weiter leveln. Und zwar so weit, nicht viel. Man merkt, es ist gerade mal hier hochgelevelt bis Waldaufseher. Und auch nicht allzu viel hochgelevelt. Es ist halt gerade mal so, um halt wirklich Level 35 zu schaffen. Bei Level 40 bleibe ich auch schon hängen. Da passiert nichts mehr. Wie gesagt, war halt auch wirklich nur dafür, damit ich halt Rubine farmen kann. Das hatte ich vergessen gehabt. Ja, dementsprechend, wie gesagt, auch die ersten 2 Stunden gar nichts. Aber ich habe es, wie gesagt, doch noch geschafft. Alles gut. Jo. Was dann? Wir haben eine Award. Ja, komm, weg mit dir. Darf der nächste wohl doch wieder noch einen neuen Söldner holen. Gut, davon lassen wir uns jetzt überhaupt nicht runterkriegen, weil wir speichern ganz kurz. Sicher, sicher. Und jetzt machen wir das, worauf wir schon so ewig lange gewartet haben, und holen uns einen automatischen Klicker. Boom, ja, boom, ja, boo. Yay. Und den können wir jetzt schon darauf setzen, mit gedrückter Maustaste rüberziehen. Quasi Drag and Drop. Und schon, tada, haben wir pro Sekunde 10 Klicks. So. Ich habe mal die Animation hier rausgemacht, weil ohne Animation hat man auch so eine hässliche Pixel-Grafik hier. Keine Ahnung, was das soll. Weil ich finde, diese Animationen, die sind halt, naja, geht so. Aber ohne Animation wechselt das Ding auch zu einer extremen Pixel-Grafik. Ist nicht alles andere als schön. So, wie gesagt, gekauft habe ich ab dem, wo wir Level 5, oder ja, ab Level 35 quasi nichts mehr. Dementsprechend habe ich auch eine ganze Menge Geld gespart seitdem. Und könnte es mittlerweile einfach mal hier, ja, eine Menge überspringen und quasi direkt hier Bockofen kaufen. Können wir quasi 4 Stück überspringen. Wäre vielleicht tatsächlich sogar schon fast ganz sinnvoll, hier zumindest ein Level zu holen. Dann haben wir jetzt schon mal ordentlich Stärke und können damit schon mal den nächsten Boss bekämpfen. Ja, das ist ein leichtes. So, damit haben wir schon mal wieder ein bisschen Grundstärke und können jetzt gucken, was wir jetzt sonst noch so machen. Ja, wie gesagt, unsere Combo, die wird jetzt immer schon weiter steigen. Mal gucken, wo sie denn morgen früh bei der nächsten Aufnahme gelandet ist. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir ziehen erstmal hier alle auf Level mindestens 100. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Oh, nicht sehr weit. Okidoki, dann hat sich die Sache schon erledigt. Okay. Dann kaufen wir jetzt mal alle verfügbaren Upgrades. Das ist dann quasi einmal alles. Okay. Gut.
So. Dann können wir jetzt überlegen, ob wir die vier tatsächlich einfach komplett überspringen und direkt bei ihr weitermachen. Fähigkeiten haben wir, glaube ich, keine, die wir brauchen. Wir können mal ganz kurz gucken. Alexa. Alexa. Oh, doch, die hier. Okay, also wir bräuchten Alexa und das nächste. Ja, der nächste wäre der Backofen. Die hier. Das heißt also, die drei können wir komplett rauslassen. Gucken wir mal, wie weit wir die hier bekommen. Auch noch 6 Level fehlen noch. Okay. Gut. Ohne weiter wild. Und dann, ja, wir sind am Backofen dran. Gut, genau. Bin ich aber gespannt, bis zu welchem Level wir das jetzt hier schaffen. So, ansonsten. Hier hat sich nichts so weit geändert. Genau. Ja, diese Ascension, die können wir jetzt auch wesentlich weiter treiben. Heißt also, wir haben ja jetzt, ne, haben wir. Der effektive Level besteht aus der Summe der alten Level und der Reliquien-Level für die Antike. Ach so, ja. Okay. Was soll ich gerade sagen? Na genau. Ich bin gerade komplett raus. Was wollte ich denn gerade sagen? Also wir haben. Ach ja, genau. Mit der nächsten Ascension. Mit der nächsten Ascension werden wir also auf jeden Fall bis morgen früh warten, weil wir werden bis morgen früh, wenn der Rechner erstmal gut 12 Stunden geidelt hat, werden wir eine schöne Combo haben. 12 Stunden mal 4 sind 48. Boah. 48.000, also quasi eine Kombo von fast 500.000. Nice. Das klingt absolut übertriebenst. Das heißt also, wir werden morgen früh bei der nächsten Aufnahme richtig heftig Level fahren können. Dann werden wir morgen früh, wenn wir wirklich weit hinter Level 100 kommen sollten, werden wir morgen früh auf jeden Fall weit nach Level 100 die erste Ascension, also die nächste Ascension nochmal machen. Ich hoffe, dass wir so wenigstens über 20, naja, eigentlich noch wesentlich mehr. Nee, gut, also mit der Ascension lasse ich erstmal offen. Ich sag mal frühestens morgen früh, weil ja, bei den nächsten Ascension hätte ich doch schon gerne fast so 100 Helden sehen. Und bis wir die erreicht haben, brauchen wir ein bisschen. Ja, nee, das werden wir morgen früh wahrscheinlich noch nicht schaffen. Ja, aber so ungefähr als Richtwert. Heißt also, die nächste Ascension ist nah. Und damit ist ja die nächste Ascension auch praktisch die erste Ascension, die wir komplett mittels dem und unserem Typen hier machen. Und dementsprechend werde ich offscreen gar nichts mehr machen. Wie gesagt, das jetzt in der Aufnahme war ja auch nur, weil ich erstmal auf Level 35 kommen musste für die Rubinen. Das fällt jetzt aber auch weg, weil wir brauchen die Rubine für nichts mehr. Also zumindest für nichts, was jetzt direkt in naher Zukunft anliegt, von daher können wir uns da Zeit lassen. Von daher brauche ich offscreen wirklich gar nichts mehr machen. Das Einzige, was ich halt offscreen gemacht hätte, wären halt die Söldner, aber die bringen halt effektiv gar nichts. Die sind sowas von ein Griff ins Klo gewesen. Hat man ja gesehen, ist schon wieder einer weggestorben. Das ist einfach, ne. Das ist nicht gesund, das ist absolut kein. Gut, ansonsten
Ansonsten. Die hat gerade mal ein Viertel unserer Angriffskraft? Was ist denn da los? Wir hatten sonst noch so viel Power. Oh, okay. Doch mehr als ich dachte, auf jeden Fall. Was, noch zwei Level? Willst du mich verarschen? Ja gut. Wir haben Level 50 schon nicht geschafft. Okay. Ja gut, okay. Weil unsere Combo halt auch noch absolut low above ist. Ich setze mal hier unsere beiden Fähigkeiten ein und dann pop. Dann sieht schon wieder anders aus. Und dann kriegen wir hoffentlich Glückstreffer bald. Viel Level brauchen wir noch. Ist noch ein bisschen. Na komm, nee, schaffen wir nicht. Oder? Na doch, könnten wir. Oh Gott, das wird ein knappes Ding. Nee. War doch klar. War doch. Der Balken war schon hier außerhalb. Also, ist. Nee. Vor allem, das ist so oft so, dass ich mittlerweile echt das Gefühl bekomme, es ist teilweise. Es ist natürlich Schwachsinn, klar. Aber man bekommt teilweise echt das Gefühl, es ist genau so abgepasst, teils. Oder es wird genau so umgebogen, quasi. Weil ich hab's andauernd, dass der Balken wirklich genau bis hier rangeht. Man würde denken, ah, es ist vorbei. Und dann kommt aber trotzdem die Meldung, Zeit ist um. Also ich weiß nicht, entweder ist das hier ein Anzeigefehler oder der eigentliche Balken geht hier noch weiter hinter. Dass man quasi gar nicht die gesamten Balken hier sieht. Oder aber das ist, aber ich glaube fast, dass der Balken hier tatsächlich noch etwas weiter hinter der anderen Grafik verschwunden ist. Wisst ihr, kann man da eigentlich mal reinzoomen? Mal gucken jetzt mal, ob sie. Wow. Das hier ist Schrift und das hier ist Grafik. Super scharf und skalierbar und das hier einfach nur nicey dicey. Ich finde es aber auch geil, dass das hier alles entweder mit unnötig hochauflösenden Grafiken gemacht ist oder aber tatsächlich Vektorgrafiken sind, die hier eingesetzt werden. Wobei ich tatsächlich fast noch zweiteres tippe. Was soll ich gerade gucken? Das hier, genau. Na gut, kann man. Ne, sieht wirklich so aus, als wenn der Balken tatsächlich nur bis hier geht. Na gut, keine Ahnung. Das ist dann tatsächlich seltsam. So, und weil wir gerade schon mal dabei sind, sowieso ein bisschen rumzueideln, können wir jetzt noch mal das Ding hier rausnehmen und gucken, ob die Monster. Ja. Die Monster sind also auch Vektorgrafiken. Weil die werden halt einfach mitskaliert, egal wie groß sie sind. Und da gibt es aber auch manche Monster, da sieht man das dann halt auch gleich richtig. So wie hier die Hand zum Beispiel, das ist einfach nur Pixelgrafik. Und es gibt aber auch manche Monster, die sind so. Hallo? Boba, Alter. Ey, der rechnet aber jetzt gerade echt ganz schön langsam. Na gut, weil er jetzt gerade natürlich die Animation über die gesamten Screens rendern muss. Oder das mit dem ein Monster, was mir da damals aufgefallen war, war echt nur Einbildung, dass es bei dem so extrem war. Irgendwie. Gut, ich meine, wir sind noch relativ am Anfang, da haben wir noch kaum, außer am Monster, man merkt ja, die wiederholen sich die ganze Zeit einfach nur. Kann natürlich sein, dass es eins von den Monster war, die erst viel später kommen. Weil irgendwie haben wir jetzt immer nur die gleichen 10 Monster. Oder maximal 10 Monster. So, dann deaktivieren wir das mal wieder und gehen mal hier bei unserem Zoom. Auf Standard, beziehungsweise nein, stimmt nicht, auf 150. So, danke dafür. Gut. Und schon haben wir eine Combo von fast 10.000. Das geht echt ratzfatz. Gut, dann gucken wir mal nochmal.
Okay, ah, sehr schön. Siehst du hier? Achso, ja gut, das ist jetzt alles Pixelgrafik, ist schon wieder. Dachte gerade schon, ich habe es gefunden, was ich gesucht habe, aber ist ja gerade alles Pixelgrafik, weil ja hier Effekt aus ist. Das Spiel verwirrt mich so, das macht mich krank. Ich krieg noch Albträume davon. Okay. Na komm. Wobei wir da noch ganz schön sparen müssen. Na gut, guck ich mal so, was wir noch machen können. Nee, merke ich nicht. Weitere Upgrades kommen hier vorne nicht. Und ja. Die einzigen Fähigkeiten, auf die wir sparen müssen, ist halt von ihr. Da dauert es auch noch eine Weile. Das kriegen wir also erst morgen früh. Beziehungsweise jetzt halt das Ding. Ich versuche mal immer wieder hier auf Level 50 zu gehen, aber das sieht eher schlecht aus. Aber sobald hier die 4 Minuten rum sind, können wir es nochmal versuchen, weil durch die steigende Kombo müssen wir jetzt auch stärker, ja, denn st ja doch, denn stärker sein als gerade eben. Bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich dann schon auf morgen früh gespannt, wie es denn morgen früh abgeht. Erstmal natürlich gucken, ob tatsächlich der Browser bis morgen früh durchmacht, weil ich hatte das Spiel noch nie so lange offen und ich kenne von damals bei diesen Flash Games, dass sie halt sehr gerne ein bisschen instabiler waren. Und weiß ich aber nicht, ob das damals an den Spielen selber lag oder an der damaligen Flash-Implementierung, also seitens der Browser praktisch. Und wenn das wirklich seitens der Browser ist, dann würde das ja bedeuten, dass die jetzt mittlerweile wesentlich stabiler laufen. Das heißt also, dann könnte so ein Flash-Game auch durchaus mal 12 Stunden durch. Wobei, eben, allein gestern habe ich teilweise weit mehr als 12 Stunden mit Hause offen gehabt. Von daher dürfte das eigentlich funktionieren. Naja, werdet ihr, wie gesagt, den morgen sehen. Alter, vor allem eine Kombo von 50.000. Das würde bedeuten, angenommen, wir bekommen, ja eben, also wenn wir mit 0,01 rechnen, das würde das bedeuten, wir hätten durch 100, heißt also, aus diesen 0,01% bei 50.000 hätten wir einen Faktor von 5.000. Das mal 3, weil wir haben ja nicht 0,01, sondern 3. Heißt also, wir haben einen Faktor von 15.000. Sprich also, egal welchen Angriff wir hätten, der wird einfach 15.000 mal fach verstärkt. Alter, das ist schon eine Liga, auf die man normalerweise erst nach vielen Ascensions kommt. Weil später mit Ascensions, hier hat man ja auch Schaden pro Sekunde inaktiv und wenn man den entsprechend hochlevelt, kommt man hier auch relativ weit, aber eben, dazu muss man die halt erstmal weit leveln und das braucht ein bisschen. Kann man aber ganz kurz gucken. Boah, Alter. Bei mir derzeit zum Beispiel habe ich. Na klar, Spiel startet neu. Blöde mobile Version, ey. Ein Glück stürzt hier nicht andauernd ab. Ach, ein Minärchen. Ah, noch 2 Minuten. Das schaffen wir schon. So. Na komm, wie viele noch? Ah, noch ein bisschen. Könnte ich mal Patronen kommen? Okay. Ich habe derzeit. Bitte warten, bitte haben Sie eine Geduld. Es könnte noch mehr sein. So, also bei der guten Dame hier bin ich derzeit auf Level 900.000 und habe ein Plus. Oh Gott, das muss ich rechnen. Also 2,3E8. Das heißt 230 Millionen Prozent. Das muss ich mir gerade mal ganz grafisch kurz rein und mal ganz kurz gucken. Also 2,3. Das heißt also, E8 würde bedeuten ab dem Komma 8 Stellen. Das heißt also,
eine Stelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt klammern wir das Komma. 1, 2, 3 sind 1000, 1, 2, 3 sind Millionen. Genau, 230 Millionen Prozent. Gold durch ihn hier. Und das gleiche nochmal für ihn, weil ich level die beide quasi, also ich level bei mir immer alle von den Dingern immer gleich stark. Das heißt also, ich habe jeweils 2,3 Millionen Prozent plus. Das ist schon nice. Und da, wie gesagt, reicht dann irgendwann das, was er hier hat, nicht mehr wirklich ran. Weil das Problem ist, er ist teurer als die hier. Heißt also, um ihn weit genug zu leveln, wie die hier, brauchst du halt relativ viel Geld. Beziehungsweise Heldenseelen. Ist ja kein Geld, ist ja Heldenseelen. Und ja, da kommst du halt sehr schnell in eine Differenz, wo du dann halt gucken musst. Am besten ist, wie gesagt, eine Kombination aus beiden, dass du praktisch immer erstmal, wie ich ja schon mal erklärt hatte, praktisch immer erstmal passiv spielen. Wenn du da nicht mehr weiterkommst, den restlichen Part dann aktiv spielen mit der Combo. Und wenn du da auch nicht mehr weiterkommst, ascenden. Und das kannst du dann später nochmal. Apropos nochmal, wir können es jetzt nochmal versuchen mit dem Boss. Ja, locker. No problemo. Ja, und das heißt also, jetzt mit der Combo können wir echt morgen früh ordentlich durchrennen. Aber es ist halt definitiv noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, komm hier, bam, bam. Ist mal gut jetzt. Und das ist schon echt geil. So, hier oben brauchen wir eigentlich nichts mehr skillen. Da sind alle auf das, was sinnvoll ist. Das heißt also, ich werde mich jetzt auf die Dame konzentrieren, wo wir uns auch gleich das nächste Level gönnen können. Vielleicht schaffen wir jetzt auch noch bis Level 55. Ja, eine Viertelstunde mache ich auf jeden Fall noch. Dann ist die Folge wahrscheinlich, also dann geht langsam so gegen Ende. Ja, seht ihr, Viertelstunde später und wir haben eine Kombo von 10.000. Das heißt also, innerhalb einer gesamten halben Stunde Aufnahme erreicht man eine Kombo von 20.000. Das ist einfach so wahnwitzig. Details im Kopf mehr aus. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt zuerst kommt. Aber wahrscheinlich in 15 Minuten auf den nächsten Boss. Na doch. Könnte durchaus passieren. Krass, 40%, Halleluja. Naja, die Monster hier, weil die alle halt schon Level 100 sind, machen sie halt extrem viel Gesamtdamage halt mittlerweile. Und eben, er hier ist zwar halt viel stärker als die da oben, ist aber halt auch gerade mal Level 2 und sie halt schon Level 100. Und das macht dann tatsächlich schon so viel aus, dass er zwar mittlerweile ganz schön viel Damage macht, aber halt insgesamt nicht mehr als sie. Also, doch, macht natürlich mehr. Er hat 39 und sie hier irgendwas mit 27, genau. Aber eben, normalerweise ist der Unterschied halt wesentlich größer. Aber jetzt hält es sich tatsächlich in Grenzen. Na gut, hier oben können wir nichts wirklich Sinnvolles machen. Ja, dann warten wir wirklich einfach mal, bis hier wir Level 55 sind. Und Level 55 müssten wir dann eigentlich auch schaffen. Kann man ganz kurz gucken, wie unsere Werte sind. Kritische Chance 3%. Na gut, ist ja egal. Wird er denn sowieso auf 53 erhöht? Das heißt also, angenommen, wir hätten hier 0%, dann würde das bedeuten, wenn wir das Ding aktivieren, haben wir genau 50% Wahrscheinlichkeit. Heißt also, wir müssen den Wert hier mal 50% berechnen. Das heißt also, wenn wir das Ding aktivieren, dann haben wir den 7,5-fachen Schaden. Damit sollten wir den nächsten Boss auf jeden Fall erledigen können. Das klingt realistisch. So.
So. Kann man schon Level 3 nehmen. Jetzt hat sie schon die Hälfte an Schaden. Den restlichen Schaden habe ich im Kopf. Und wir haben schon eine Kombo von 12.500. Halleluja. Da bin ich ja die echte Mal gespannt. Noch ein Monster, dann sind wir Level 54, dann nochmal 10 Monster. Gott, wir haben noch 5 Minuten. Na gut, okay, das heißt, wir erreichen eben 55 vor den Dingern hier. Das heißt, wir müssen sowieso warten. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit. Gut, haben wir auch gleich erreicht? Können wir hier noch Level spendieren? Hier haben wir das Ding dazu bekommen. Also ich vorhin. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich habe die Dinger hier wirklich selber aktiv noch nie genutzt. Kann natürlich sein, dass wir hier beim Let's Play so schlecht aufgestellt sind, dass wir die tatsächlich aktiv nutzen könnten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, wenn die Dinger bei einer Ascension zerlegt, also resettet. Hm. 8 Sekunden goldenes Klee. Ja, gute Schwachsinn. Das hier war einigermaßen. Ne, auch nicht. Superklick, Monster. Ah, das hier ist tatsächlich etwas, was zumindest ein aktives Ding hat. Und zwar hier diese zweite. 50% plus Gold von Monster sind inaktiv. Also genau das, was auch hier steht. Das effektive Level besteht aus der Summe der alten Level, also sein Level 2, und der Relikt-Level für die Antike. Das heißt also, wir haben hier Relikt Level 6. Achso, nee, da. Plus 2 Level. Das heißt also, wir haben insgesamt hier Level 4. Hä, Level 4? Müssen wir denn aber nicht 100 plus 150% haben? Oder geht das gar nicht so prozentual, wie ich mir das hab gedenkt? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, pro Level kommt 50% dazu. Dann ist das wohl doch ein bisschen abgestufterer. Interessant. Okay. Ja, und bei dem ist das halt so, pro Level kommt hier hinten eine Stelle dazu. Das heißt also, ab Level 100 hat er praktisch 1% und ab Level 10.000 hat er quasi 100% pro Combo. Und ich habe da, ach nee, in meinem aktiven Bild habe ich den gar nicht mit bei. Eben, weil meine aktuelle Konstellation ist halt ein rein passives Konstrukt. Ich habe also bei mir habe ich nur. Nein. Bei mir habe ich ausschließlich einmal Libertas und Salatas. Also die beide, die wir auch haben. Libertas und Salatas. Die halt für inaktiv plus 100, also hier für Gold und für Schaden pro Sekunde sind. Dann habe ich noch Java. Also nicht mit V geschrieben, sondern mit W geschrieben. Haben wir die hier schon? Ne, haben wir nicht. Auf jeden Fall macht die praktisch, erhöht praktisch den Gold oder das Gold, das wir aus Schatztruhen bekommen. Man bekommt ja aus Schatztruhen mehr Gold. Und das, wie viel mehr Gold ist, kann man noch weiter erhöhen. Und zwar halt mit Java. Und das war's dann auch schon. Ansonsten, genau, das war's dann schon. Das sind meine Hauptträger. Und dann gibt es noch andere. Das wäre zum Beispiel. Okay, haben wir gerade keinen. Nee, normalerweise ist es ja meistens so: pro Level wird das eins mehr.
Heißt also zum Beispiel bei ihm hier, kostet das erste Level, wenn man ihn kauft, kostet es eine Heldenseele. Um auf Level 2 zu kommen, braucht man 2 Heldenseelen. Um jetzt, wir sind ja Level 2, auf Level 3 zu kommen, brauchen wir 3 Heldenseelen. Genau das gleiche bei ihm. Dann gibt es so eine etwas abgespacedere Dinge wie er. Er wird halt etwas teurer mit der Zeit. Bei ihm kostet, um auf Level 4 zu kommen, schon 8 Heldenseelen und nicht nur 4. Und dann gibt es auch extrem teure. Und die wären pro Level immer doppelt so teuer. Heißt also, dieses logarithmische. Level 1 kostet eine, Level 2 kostet dann 2, Level 3 kostet dann schon 4, Level 4 dann schon 8, Level 5 dann schon 16 und das halt immer für jedes Level doppelt so viel. Und da habe ich hier drei, einmal Team Turmois, den habe ich gerade auf 36, also auf Level 36 und kostet schon 1E11 Heldenseelen. Und der erhöht praktisch die Anzahl an Schatztruhen. Heißt also, wir haben einmal einen, der praktisch das erhöht, was man pro Schatztruhe bekommt. Und dann gibt es noch einen, der die Gesamtzahl an Schatztruhen als solches erhöht. Wir können also praktisch unseren Bonus durch Schatztruhen quasi zweimal erhöhen. Dann habe ich noch einen, Kumawakamaru, ist einer der bekanntesten. Schon mal wegen dem Namen, weil Kumawakamaru ist halt einfach ein geiler Name. Und er sorgt dafür, dass man, wenn man ein neues Level betritt, was wir übrigens mal machen können, Dinger sind jetzt endlich mal vorbei. Zeige ich gleich. Man muss ja pro Level immer 10 Monster erledigen. Und genau das setzt er praktisch runter. Heißt also, je weiter man ihn hochlevelt, desto weniger Monster muss man pro Ebene schaffen. Das macht am Anfang eher wenig Sinn, weil am Anfang brauchst du in der Regel sowieso mehr Versuche als 10, um weiterzukommen. Aber später, wenn du halt unglaublich stark bist, dann machst du halt immer die ersten paar hundert bis tausend Ebenen innerhalb von, also wirklich immer Instakill. Und das heißt, du sitzt immer nur da und wartest, bis er die ersten 3000 Ebenen durch hat. Und das kannst du halt damit verkürzen, weil er halt pro Ebene dann nicht mehr 10 Monster töten muss, sondern ich habe jetzt zum Beispiel minus 4,66 Monster. Das heißt also, du brauchst pro Ebene nur noch 5 oder 4 Monster töten. Nee, 5 oder 6. Und dann habe ich noch Arterios. Genau. Sie erhöht etwas, das kann ich jetzt zwar schon sagen, bringt aber nichts. Sie erhöht praktisch die Chance auf Urbosse. Was das ist, erkläre ich aber erst später, weil da sind wir ja noch gar nicht. Von daher würde das jetzt nichts bringen. Ja, auf jeden Fall sind das halt meine 6, die ich halt gerade aktiv benutze. Und tatsächlich relativ erfolgreich. Wenn man das so sagen darf. Gut, wir sind jetzt mittlerweile bei Level 56. Das klingt schon mal ganz gut. Dann können wir hier nochmal ein paar lelelelele. Wir können schon den nächsten leisten. Geil. Bleiben wir erstmal bei der? Oder gehen wir gleich zu dem hier über? Ungefähr 1E9 und der hat eine Mischung. Komm, wir gehen direkt auf ihn hier. Ja, easy. Ja, easy machen wir so. Ich meine, morgen früh, wenn er denn bis morgen früh geidelt hat, dann können wir dann immer noch ihn hier auf Level 100 ziehen oder wo auch immer hin, um hier sein Skill freizuschalten. Doch genau, der hier. Aber jetzt erstmal für die Angriffsstärke als solches ist halt er erstmal relativ gut. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, ihn hier. Er bringt halt kaum was, weil hier das ist, er hat halt diesen Metalldetektor, wo man ein bisschen mehr Gold bekommt. Also, naja, ein bisschen mehr, also das Doppelte an Gold. Aber das bringt jetzt. Es ist halt immer nur 30 Sekunden lang, also es bringt halt unterm Strich kaum was. Außer du hast jetzt wirklich, in dem Moment, wo du das Ding aktivierst, hier eine Schatztruhe, dann hast du mal ganz kurz einen kleinen Boost, aber der bringt auch, selbst der bringt dir in der Regel nichts. Deswegen ist das eigentlich immer so eine Sache. Hier die nächsten beiden sind eigentlich beides solche Sachen. Sind zwar schön, unterm Strich kann man die aber komplett weglassen.
Das hier ist schon wieder was anderes. Kann, wenn man das konsequent benutzt. Ich meine, das Ding kann man 8-mal aktivieren. Ach nee, 20-mal sogar aktivieren. Okay, gut. Das heißt, man könnte. Habe ich jetzt Bock zu rechnen? Ach komm, hier. Hallo? Geht doch. 1,05 hoch 20. Ja gut, man hätte einen Faktor von 2,6 in Angriffsstärke. Vor allen Dingen, das bleibt ja dauerhaft drin. Von daher bringt das einigermaßen was. Das Problem ist halt, jedes Mal nach jedem Aktivieren braucht man 8 Stunden. Das heißt also, um auf die 20 zu kommen, musst du mindestens 8 mal 20 Stunden warten und so lange geht das nicht. Von daher, das auch eher so, habe ich selber nie genutzt. Das geht dann schon wieder, weil das mächtig reinhaut, genauso wie das nächste. Die beide hier definitiv Top-Favoriten von mir. Das hier ist dann auch geil, aber nur wenn man tatsächlich mehrere Monster nacheinander töten möchte. Aber meine persönlichen Favoriten sind halt wirklich Nummer 3, Glückstreffer, Nummer 7, nee, ist Nummer 6, doch Nummer 7, Superklicker und Nummer 8, Energetisieren. Das sind halt so die drei, die halt wirklich am meisten reinhauen. Gerade wenn man halt ihn hier mit ihm kombiniert, hat man halt 100% Glückstreffer, heißt also jeder Schlag wird mit dem Faktor multipliziert. Das haut schon rein. Ja. Von daher kann man da schon geile Sachen mitmachen. Gut. Ich würde mal sagen, wir kaufen dem noch ein paar Level. Okay, ein Level. So, ja, was hier war schon ein bisschen mehr. Lol, warum kriegen wir so viel Gold? War gerade schon wieder eine Schatztruhe da? Man weiß es nicht. Gut, ja, auf jeden Fall. Das war's noch wieder für die Aufnahme. Wir haben endlich unseren Klicker. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Browser bis morgen früh überlebt und wir dann morgen früh eine Kombo von 500.000 haben. Was absolut verrückt wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt richtig. Bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Also, 12 Stunden mal 360.000 Sekunden. Mal 10. Ja, tatsächlich fast 500.000. Also gut, sagen wir mal andersrum, mehr als 400.000. Ne? Alter. So, das jetzt nochmal mal 0,03. 0,03 sind, ja, mal 13.000-fach. Ja, also den 13.000-fachen Schaden. Also nicht wir haben Schaden, ich meine, mein Schaden ist sowieso over 9.000. Wobei das sogar noch drüber liegen würde. Nee, aber wir würden den 13.000-fachen Schaden machen. Das ist so sinnfrei. Das ist einfach so krank. Na gut, ich meine, ihr seht ja, was wir jetzt schon für Schaden machen. Könnt ihr ja dann mal mit den Werten morgen früh vergleichen. Es wird witzig. Vor allem bin ich mal gespannt, weil gesagt, über Nacht mache ich jetzt gar nichts. Und dadurch, dass das Fenster ja auch offen bleibt, geht ja auch nicht automatisch weiter am Level, weil wenn ich das Fenster jetzt schließen würde, erstens hätte ich noch keine Combo morgen und zweitens würde ja auch die Level automatisch weitergehen. Aber dadurch, dass das Fenster jetzt offen bleibt, bleibt das wirklich genau so. Und da seht ihr jetzt schon, wie schnell jetzt die Balken runtergeht. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube mal, wenn ich morgen früh in den Browser reingucke, habe ich hier Instakill. Das wird mal echt spaßig. Bin ich echt mal gespannt, ob das so funktioniert. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das so mache. Weil, wie gesagt, bei meiner mobilen Version komme ich gar nicht so hoch. Weil da meine App halt immer schon vorher abstürzt. Das höchste, was ich auf meinem Tablet hatte, war tatsächlich 200.000, glaube.
Wobei ich da, das war noch in der vorigen, wo ich bei Level 4800 war. Und da hatte ich zwei aktive Autoklicker. Das heißt also, wenn ich mit einem gearbeitet hätte, wäre mein Maximum 100.000 gewesen. Das heißt also, ich werde morgen früh auch meinen eigenen Rekord gebrochen haben. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil hier an der Browser-Version. Beziehungsweise ist es eigentlich kein Vorteil. Die mobile Version könnte es ja auch, wenn sie nicht andauernd abstürzen würde. Das ist ja eigentlich eher das Problem. Gut, in dem Sinne, lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, ich werde genau das hier machen. Detective Conan weiter gucken. Beziehungsweise, ja, gucke ich auch gerade hier The Forest von Gronkh. Und wünsche euch damit noch einen wunderschönen guten Abend, ne? Bis morgen früh. Zu Clicker Heroes und Extermination Day. Ciao mit V.